Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und in diesem Video möchte ich euch 10 Alternativen zu den typischen Autoaktien vorstellen, ja, weil die einen kaufen zum Beispiel Tesla, ist sehr volatil und sehr emotional, die anderen kaufen seit 10 Jahren Daimler und außer Dividende ist da auch nicht viel passiert. Das ist halt auch immer eine sehr zyklische Branche. Und dazu kommen halt jetzt die strukturellen Herausforderungen im Automotive-Sektor mit dem Verbrennermotor, den man in einigen Jahren nicht mehr brauchen wird oder zumindest nicht mehr in dem Umfang brauchen wird, wie es heute der Fall ist, was natürlich auch starke Auswirkungen auf viele Firmen hat. Das heißt, man sollte auch, wenn es sehr günstig ist, eigentlich keine Aktien mehr haben, die mit dem Verbrennertechnologie ihr Geld verdient. Das tun sehr, sehr viele Automobilzulieferer, aber ich habe doch ein paar gefunden, die überhaupt kein sogenanntes Exposure zu dem Verbrenner haben, sondern von den Trends autonomes Fahren, Elektroauto eher profitieren oder zumindest davon nicht betroffen wären. Die erste Aktie wäre Hella. Das ist ein führender Automobilhersteller in Deutschland, gar nicht so bekannt, aber die sind bei Lichtern weltweit ganz vorne mit dabei, setzen da aber nicht selber die Leuchtmittel um, sondern alles, was drumherum ist mit der Technologie. Und im Elektroauto werden Lichter eine größere Rolle spielen, man muss sich da mehr differenzieren, man hat ja genug große Batterien. Und plus Lichter sind auch immer smarter geworden, dass man das halt gut ausleuchten kann in der Nacht. Ja, wenn wir zum Beispiel keinen LiDAR brauchen, dann werden wir sehr, sehr gute Leuchten brauchen, damit die Kameras das erkennen. Ja, das ist ein Automobilzulieferer, der immerhin aber in den letzten 5 Jahren trotzdem zugelegt hat, plus 70%. Aktie ist jetzt auch nicht mehr günstig, ja, da der Gewinn rückläufig ist, das wird so ein genanntes Transformationsjahr. Trotzdem glaube ich, ist es langfristig als familiengeführte Firma, die wie gesagt auf diese Leuchten ausgerichtet ist und sie machen auch viel so Radars, was man auch im autonomen Fahren brauchen würde. Eine weitere Idee, die überhaupt nicht auf dem Verbrenner betroffen ist, wäre Pirelli oder Reifen generell. Die These ist ja, dass ja eher mehr Kilometer danach gefahren werden, weil wenn es autonome Fahren kommt, wird Fahren sogar günstiger. Leute werden deswegen nicht weniger Auto fahren und Pirelli, die sind so im Premium-Segment positioniert, ist eine interessante Aktie daher und sind so, eigentlich so ein Markenunternehmen, ja, so ein Lambo oder so, der fährt auf Pirelli-Reifen. Das wird es auch noch in Zukunft geben, so im Luxussegment. Aktie kam mal wieder an die Börse, hat sich seitdem eher seitwärts entwickelt, ist aber inzwischen nicht mehr teuer mit einem 10er KGV, trotz der Marke, durchaus für Fundamentalinvestoren interessant. Das gilt auch für einen Konkurrenten, der ein bisschen mehr Massenmarkt ist. Das wäre nämlich Michelin. Die machen ja auch diesen berühmten Restaurantführer. Aber hier geht es vor allem um Autoreifen, machen aber noch viel mehr Reifen. Aber dadurch sind sie eigentlich auch nicht so abhängig vom Verbrennertechnologie. Allerdings dafür vom Kautschukpreis. Aktie ist inzwischen dafür eigentlich auch relativ günstig. Wir sind jetzt auch ein 10er KGV, wobei Michelin natürlich von der Marke nicht ganz so stark ist. Dafür ist der Markt, den sie adressieren, größer. Die nächste Aktie wäre Indel B. Ist jetzt kein reiner Automobilzulieferer, was hier bei den meisten Aktien so gilt. Aber sie statten die ganzen Autos mit Kühlboxen aus. Ja, also vor allem zum Beispiel Caravanen, aber auch LKWs. Und sowas, glaube ich, wird auch im Elektroauto mehr kommen. Ist eigentlich ein kleiner italienischer Nebenwert. Wie gesagt, keine Autoaktie, aber so eine Sache, die doch irgendwie da auch ähnlich dranhängt. Aktie hat inzwischen auch ein einstelliges KGV und eine 3% Dividendenrendite. Ist aus fundamentaler Sicht sicherlich vertretbar und deswegen zum Beispiel auch im Wikifolio Nebenwerte Europa von mir enthalten. Hier sieht man das, ist kleiner Wert. Vielleicht ein bisschen bekannter wäre Elmos Semiconductor. Die haben ganz viele Chips und Halbleiter, die sie im autonomen oder sagen wir mal im smarten Auto benötigt werden. Wir sehen es hier, die Hauptanwendungsfelder sind Automotive, im Powertrain, aber auch Lichtsteuerung, Infotainment,
aber auch Sicherheitstechnologie. Und da wird der sogenannte Quantum in Auto zunehmen. Das heißt, die profitieren eigentlich von der Transformation, sind ein bisschen unter die Räder gekommen, weil sie halt als Automobilzulieferer gesehen werden. Das war eigentlich ein ganz guter Einstiegskurs, wo ich dann, glaube ich, auch im Nebenwert Europa rein bin. Und Aktie ist aber eigentlich jetzt langsam nicht mehr richtig günstig, trotzdem eigentlich ein langfristiger Profiteur. Das gleiche gilt auch bei Infineon. Die haben auch ein wichtiges Automotive-Segment, sind damit NXP Semiconductor so die führende Chipsfirma für Autos und werden davon profitieren. Allerdings auch andere Sachen, wo man mal schauen muss, wie das in der Zukunft ausschaut. Das sind immer so die Sachen. Aber dadurch, dass sie halt so nah dran sind an den deutschen Automotive-Herstellern, konnten sie da sehr, sehr viel Technologie aufbauen. Und der Firma, auch wenn sie auch nicht so günstig ist, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Player, den man sich auch mal als Automobilzulieferer-Alternative anschauen sollte. Und immerhin 140% auf 5 Jahre. Das hat wahrscheinlich keine deutsche Autoaktie in dem Zeitraum geschafft. Auch eine besondere Aktie wäre Thor Industries. Das ist ein unbekannter Weltmarktführer. Die haben Hümer inzwischen aufgekauft und ist der führende Caravan-Firma. Sind kein Zulieferer in dem Sinne, sondern kaufen eigentlich eher bei den Autos ein, aber hängen damit auch nicht an der Verbrennertechnologie und profitieren eher von diesem langfristigen Trend, dass die Babyboomer in Rente gehen, aber auch generell, dass auch die jungen Leute wollen irgendwie Autonomie und Caravan-Urlaub ist ja doch eine sehr große Erfolgsstory und sie schaffen es jetzt so langsam den Markt so ein bisschen zu konsolidieren, wobei der natürlich immer fragmentiert bleiben wird. Trotzdem, die Aktie ist absolut mit 3 Milliarden jetzt nicht so teuer und auch vom KGV, denke ich, noch vertretbar bewertet, wobei man halt hier nicht ganz vergessen darf, wie zyklisch diese Branche ist. Das kann natürlich bei einer richtigen Krise dann mal stark einbrechen. Es gilt ein bisschen bedingt auch für Sixt. Das ist ja der führende Premium-Autovermieter der Deutschen. Ist ein sehr schöner Markt. Allerdings hängen sie natürlich auch daran, dass wenn die Leute weniger im Urlaub gehen, mieten sie weniger Autos und wenn Firmen weniger reisen, wird auch weniger gemietet oder auch zumindest da wird dann mehr auf die Kosten geachtet. Sie haben aber ein solides Basisgeschäft, was sich ja auch in den USA ausweitet, aber halt mit dieser Sixt-App, wo sie eigentlich in diesen Uber-Markt reingehen, auch eine Fantasie für die Zukunft, wäre einfach eine Möglichkeit, eigentlich auf ein Automotive-Thema zu setzen, ohne dass man ein OEM-Risiko hat. Und eigentlich für das Wachstum und die Marke ist die Aktie trotzdem auch noch vertretbar bewertet. Die Vorzugsaktie ist sogar noch günstiger. Ein wirklicher, richtiger Zulieferer wäre Gestamp Automoción. Das ist ein spanisches Unternehmen, die im Karosseriebau tätig sind. Ist natürlich gar nicht so klein, haben 43.000 Angestellte und noch viele kleine Werke. Ist jetzt nichts super Spannendes, aber man kann halt ein bisschen ruhiger schlafen, da man halt hier keine strukturellen Themen hat und die Aktie dafür auch nicht so teuer ist. Und last but not least ist auch kein typischer Automobilzulieferer, aber der Automotive-Anteil nimmt immer mehr zu, nämlich bei Panasonic. Die sind nicht nur die führende Batterienhersteller der Welt, also beliefern ja Tesla, aber werden auch Toyota beliefern und wahrscheinlich auch ein Europäer, sondern haben auch im Infotainment und solchen Bereichen zugekauft, aber alles ohne, dass es irgendwas mit dem Verbrennermotor zu tun hat. Klar, ist so ein bisschen so von der Kultur auch eine Siemens, aber die Aktie ist inzwischen auch, obwohl es zyklisch ist, wirklich günstig geworden. Auf dem Kursumsatzverhältnis ist es auch günstig und obwohl der Gewinn hier rückläufig ist, ein 12er KGV. Ich glaube, hier unten hat sich so stabilisiert, wenn dann Japan wieder kommt, kann es dann auch mal wieder schön weiterlaufen. Vor allem, wenn sie dann noch ein paar Kunden für ihre Batterien gewinnen würden. Ja, das wären also 10 Alternativen für die typischen Autoaktien. Wenn ihr noch welche kennt, gerne posten. Gibt natürlich noch ein paar mehr. Trotzdem ist es natürlich nicht immer der beste Sektor, das muss man wissen. Deswegen habe ich die Sachen auch sehr gering gewichtet in Wikifolio privat. Allerdings, wenn man sich für den Automotive-Sektor interessiert, sollte man vielleicht auch sich mal diese Aktien anschauen. Gerade sind einige so die Reifenhersteller wirklich auch günstig geworden.